über die Losung der Bibel am Montag. Wer Kinderhörspiele hört, ist im Vorteil. Vor allem das Kinderhörspiel Die drei vom Ast. Ich gehe seit 20 Jahren in eine bestimmte Gemeinde und dort gab es heute Morgen eine Andacht. Aussage war, wäre Jesus heute noch unter uns, wäre vielleicht vieles für uns einfacher. Und ich dachte, nein, dann müsste ich immer dorthin fahren, wo Jesus ist, um ihn zu treffen. Andere tiefere theologische Aussagen will ich jetzt nicht machen. Waldemar, das Eichhörnchen in diesem Kinderhörspiel, Die drei vom Ast, zeigt sich auch traurig, als Jesus die Erde verlässt, also als er die Geschichte dazu hörte. Aber die Eule erklärte ihm, durch Christi Himmelfahrt kann jetzt Jesus Christus zu jedem Menschen ganz kommen und bei ihm sein, durch seinen Geist. Es war eine grausige Andacht heute Morgen, zumal der Lehrtext schon eine Formulierung hatte, die doch geradezu dazu anregte, nochmal genauer hinzuschauen, wie gewaltig es ist, das Evangelium von dem Herrn Jesus. Es waren einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Apostelgeschichte 11, 20 bis 21. Über die Losung der Bibel am Montag.